Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Nein, keine Angst, es ist keine langweilige Rezension. Nein, meine Rezensionen sind nicht langweilig. Heute ist es endlich soweit. Also ich habe es vorgestern schon bekommen, die Box, und jetzt möchte ich es euch gerne zeigen. Und zwar habe ich mir ja schon vor etwas längerer Zeit eine Box zum neuen Buch von Mara Wolf gekauft, ein Zepter aus Licht. Es ist ja endlich da, ein bisschen Schwierigkeiten hat es gegeben und so sieht die Box quasi aus. Ja, ich habe es aufgemacht jetzt vorhin schon. So, und jetzt möchte ich euch natürlich zeigen, was da alles drin ist in der Box. So, dann fangen wir an, mache ich mal auf hier. So, das Papier einmal weg. So, wir haben hier einmal ein schönes Notizbuch, finde ich sehr schön. Ich lege kurz einmal den Karton auf die Seite. Das ist das Notizbuch. Ja, also mit ein paar Auszügen sogar drin. Moment, ich zeige es euch schnell, damit ich es lesen kann. Genau, hier zum Beispiel, ja. Also sehr schön gemacht, von hinten und von vorne, wie gesagt. Sehr schön. So, dann machen wir weiter. So, jetzt kommt jetzt ein Buch. So, schön verpackt in so einem kleinen Platz, in so einem Beutel, finde ich ganz schön. So sieht es aus. So, dann mache ich es jetzt auf und dann könnt ihr euch das Buch, kann ich euch das Buch zeigen. Also Zepter aus Licht von Mara Wolf. Also es geht um, mein Name ist Neferati Deveschi oder Veski. Ich bin 24 Jahre alt und mein Job ist es, gestohlene Kunstgegenstände wieder zu beschaffen. Und darin bin ich verdammt gut. Doch ich arbeite nur mit meinem Bruder Malachi, dem Earl of Mandeville, zusammen. Wir entscheiden, was wir suchen. Jedenfalls war das so, bis Azrael aufgetaucht ist. Der arrogante Engel verlangt, dass ich das Zepter aus Licht suche. Das Insignie der Macht wurde von den Unsterblichen gerettet, als Atlantis vor fast 12.000 Jahren unterging. Ich würde ablehnen, wenn der Engel mich nicht erpressen würde, und zwar mit dem Leben meines todkranken Bruders. Nur wenn ich das Zepter rechtzeitig finde, wird Azrael dessen Seele nicht mit ins Totenreich nehmen. Der Idiot weiß, dass ich alles für Malachi tun würde. Oder Malachi. Malachi, glaube ich, heißt es auch. Entschuldigung, wenn ich es vielleicht falsch ausspreche. Doch er unterschätzt mich, denn es gibt nichts, was ich nicht finde. Bin sehr gespannt auf dieses Buch. Freue mich, wie gesagt, dass endlich die Box da ist. Und bin sehr gespannt, das Buch jetzt endlich zu lesen. Weil es ein bisschen gedauert hat, wie gesagt, bis die Box bei mir eingetroffen ist. Ein paar kleine Schwierigkeiten gab es, aber jetzt ist es ist endlich da. So sieht das Buch quasi aus. Bin sehr, sehr gespannt. Das Cover gefällt mir auch sehr gut. Ich bin sehr gespannt. Werde es sicher auf jeden Fall bald lesen. So, dann zeige ich euch noch, was noch alles dabei war. Genau. So ein cooler Beutel war noch dabei. Ich hoffe, ihr könnt, ja, muss ich gucken, dass ihr das lesen könnt. So kann man es, glaube ich, ganz gut sehen. Und zwar steht da drauf, du musst niemandem gefallen, nur dir selbst. So sieht es aus, ja, ihr könnt es gut sehen. Man hat bloß ein bisschen weg. Jetzt, so sieht es aus. Cooler Turmball, cooler Beutel, finde ich cool. Dann, was war noch dabei hier? Ganz was Schönes. Und zwar ein Anhänger. Ich muss jetzt mal kurz aufmachen. Der sieht so aus. Das war noch drin. Mach die jetzt nicht auf. Sehr schön aus, finde ich. Hat sich sehr schön ausgedacht. So, was ist noch drin? Ja, ich habe noch was. Und zwar noch ein paar Karten. Hier einmal eine schöne Karte. Das denke ich, ihr Bruder, der da im Rollstuhl sitzt. Und dann haben wir hier noch, das ist, denke ich, der Engel dann. So sieht der Engel dann aus. Ja, bin sehr gespannt, wie gesagt. Also eine tolle Box. Und, Moment, ich habe noch was vergessen. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ah, schau mal an. Eine wunderbare Kerze ist noch dabei, habe ich gar nicht gesehen. Ich mache mal kurz mal auf. So sieht sie von innen aus, die Kerze. Riecht auch echt gut. Und zwar Sand, Rose und Jasmin. Sehr schön. So, kann man schön zuschrauben, finde ich sehr praktisch. So, und was habe ich noch? Eine Sache habe ich noch. Ja, das ist so ein Button, würde ich sagen. So sieht dieses Zepter wahrscheinlich dann aus, das sie finden soll.
Ja, das war jetzt ein kurzes Unpacking-Video, aber okay. So ist es halt manchmal. Aber ich hoffe, euch hat das, haben die Sachen gefallen, die in der Box drin waren. Einige von euch haben ja sicher auch eine Box bestellt oder haben vielleicht vor, sich das Buch auch zu holen. Werde ich sicher auf jeden Fall bald lesen. Und ja, ich würde sagen, wenn euch dieses kleine, aber feine Video gefallen hat, dann lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da. Wenn ihr meinen Kanal abonnieren möchtet, könnt ihr das natürlich gerne machen. Den Link dazu findet ihr wie immer unten in der Infobox. Da könnt ihr dann meinen Kanal kostenlos abonnieren oder einfach hier unten rechts auf Abonnieren klicken. Dann seid ihr immer informiert, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Ja, ich würde mich jetzt mal von euch verabschieden, auch wenn es ein bisschen kurzes Video war, macht aber überhaupt nichts. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und morgen wird es wieder ein Video geben. Da wird es eine Rezension geben zu einem tollen Buch. Das gibt es dann morgen. Heute, wie gesagt, das versprochene Unpacking-Video zur Buchbox Zepter aus Licht von Mara Wurf. Ja, wenn ihr Fragen habt, Meinungen habt zur Box oder einfach irgendwas wissen wollt von mir, ganz egal was es ist, dann schreibt es mir doch einfach unten in die Kommentare rein. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder und sage Servus und Baba. Ciao!